Hallo und herzlich willkommen hier mal zu einer Zwischenfolge vom Projekt 0 Euro zum XXL. Wir kommen immer näher dem XXL, denn wir sind jetzt gerade parallel 2 Lohnerfeld 1 ist 60%. Genau, wir sind gerade parallel 2 Felder am Pflügen. Das ist die 47 und die 1. Das lassen wir von Challenger machen, die wir mieten konnten, aber mit unseren Pflügen. Wir haben ja in der letzten Folge, in den letzten Livestream sozusagen, auch die den Hof geholt, den kleinen Milchhof unten. Sag ich mal ganz kurz. Für alle, die es nicht gesehen haben, einfach mal schauen. Ist natürlich eine lange Folge, aber ihr könnt ja in Stücken gucken. Dann Feld 38 und Feld 55. Ihr seht, 20% ist Stopp. Das heißt, es wird hier gemäht und Ballen gepresst. Und wir haben ziemlich wenig Geld. Das liegt einfach daran, wir hatten... Das muss ich euch leider schon hier zeigen, denn ich habe schon zugeschlagen. Wir haben jetzt aktuell Geräte gekauft. Ein Mähtechnik und ist genau der richtige. Der Big M, der war im Angebot. Wir mussten einfach sagen. Denn also günstiger wir den nie wieder kriegen. Und jetzt haben wir ja den Ladewagen hier hinten, den Ballenladewagen. Wir haben den. Sollte eigentlich das nächste wirklich sein, eine Ballenwickelkombination. Die haben wir ja schon hier drin. Unter Ballentechnik hier hinten. 110. Die werden wir auf jeden Fall als nächstes dann kaufen, wenn wir die Aufträge hier beenden. Denn, ich muss es noch durchsprechen, ob das sinnvoll ist. Ich würde gerne hier die Ballen pressen. Das sind alles, das ist Silage, das ist keine Silage und das. So. Und den müssen wir abgeben beim Animal Trader Gate. Ich muss mal ganz kurz hier warten. Und die anderen beiden waren bei unserem eigenen Produktionsgebäude. Von daher würde ich die abbrechen. Aber da die Silageballen auf jeden Fall noch draus gewinnen. Dass wir da schon mal eine gute Grundlage haben. Entweder für den Winter oder wirklich auch jetzt verkaufen. So gucken, wie der Preis dann ist. Muss man aber gleich noch durchsprechen. Das ist ja so, dass das Schönste. Boah, um die Elf zu kommen. Ich weiß jetzt gar nicht, Epic M ist jetzt durch, das ist schon mal gut. Wir sind hier drüben am Schwadern. Macht einen Helfer. Und auch am Wickeln macht einen Helfer. Ne? Schwader ist berechnet. Und ich bin hier aktuell am Zettern. Bin aber auch gleich durch. Das heißt, wir können dann mit diesen Deutz schon mal Ballen sammeln auf dem Feld 55 und auf dem Feld 38. Hier 55 schon fertig, 38 sozusagen, der wickelt von da hinten, ja, der presst schon von da hinten. Ist also ganz vernünftig, dass wir da hier dementsprechend auch weiterkommen, ne? Das sind jetzt so die großen Felder hier, ne? 38, wo es bringt. 38 war hier drüben, genau da. Dann hatten wir ein paar 50. Hier wird geflogen gerade, ne, wie man sieht. Das ist 5. Die haben wir auch schon abgegeben. Feld 1 noch. Feld 1. Und Feld 47. Das ist das große Gewicht. Da sind die fleißig dran. Machen die nebenher. Wir hatten jetzt wirklich keine Lust mehr auf Fliegen. Haben uns dann hier über ein Lohnunternehmen oder whatever einen Helfer kommen lassen und der die werden. Wobei ich auch jetzt gesehen habe, die Helfer Curseplay Auto Drive kosten Geld, aber na, habe ich jetzt noch nicht eingestellt. Curseplay muss echt auch lohnen. Irgendwie kein Geld, ne? Kostet noch Geld, kosten wir, die kriegen uns ja auch Geld ein, ne? Aber es läuft hier, ne? Das ist aber eine 500.000, habt ihr gesehen, im letzten ist halt schnell weg. Dazu einfach mal
Wir schauen dann immer, ne? Was wir machen, wie wir es machen. Und dass wir es halt nicht fehlinvestieren, ne? Den schicken zur Händler zurück. Auch schon wieder der Nimi. So, der Big M ist gekauft. Den Zuschauern ist es auch schon gezeigt. Und ja, es sind 3 Silage-Aufträge, beziehungsweise 2 Silage, einmal Pressen. Wenn wir die alle annehmen, den einen können wir sogar abgeben und den anderen ist ja zu unserem. Dann könnten wir da einfach Silageballen draus machen und dann abbrechen, oder? Aber dazu müssen wir erstmal ein bisschen Geld verdienen, damit wir eine eigene Ballenpresse-Kombination, Mikrokombination haben. Dann brauchen wir nicht schon keine Gerätschaften mehr. Dann haben wir alles für Silageballen. Er hört mich gar nicht, ich rede die ganze Zeit mit ihm. Ja, nee. Ja. Wie gesagt, Zuschauer habe ich schon den Big M gezeigt, unsere große Errungenschaft. Okay. Es sind jetzt 3 Aufträge Ballen drin, ne? Wenn wir einen können wir sogar davon noch erfüllen. Okay. Weil das zu dem Animal Trader ist. Das heißt, und zwar andere, die können wir einfach Silageballen machen und dann abbrechen. Dann hätten wir schon mal Silageballen. Okay. Setzt aber voraus, dass wir eine Ballenwickelkombination noch kaufen. Das heißt, wir müssten mit dem nächsten Auftrag die holen. Aber dann haben wir alles für Silageballen, weil dann haben wir einen Ladewagen, wir haben den Big M, der legt ja in Schwarz ab. Ja. Und dann die Ballenwickelkombination. Das heißt, wäre dann schon mal ganz gut in die Richtung. Nur danach müssten wir uns dann mal um eigene Trecker kümmern. Ja, das fehlt uns dann. Ne? Wir haben nur den Big M, aber der reicht ja zum Abladen, reicht's ja. Nicht den Big M, den MF, Messi Ferguson. Muss ja nur. Ja, okay, dann erst wickeln und dann sammeln. Da fährt der Big M. Wo wir fährt, wird der Mimi drin sitzen. Ja, ich muss erstmal die 2 Ballen hier beiseite schubsen, die stören. Weg, dadurch, dass wir ja den starken Mann hier nicht drauf haben. Welche Ballen liegen im Weg? Ja, hier oben bei mir, hier, wo ich hier bin, oben in der Spitze hier. Du bist doch im MS, noch nicht? Ich sitze im MF, ja. Da lang zwei Ballen. Ich meine, im Big M meine ich nicht. Da bist du nicht. Nö, hier, okay. Da bin ich nicht mehr drin. Der erste Loot, den habe ich losgeschickt zurück zum Händler. Wow, ich dachte, das war. Ich musste eben 2 Ballen mit dem MF aus dem Weg räumen. Damit er weiterarbeitet, der hat sich da dran aufgehängt gehabt. Ja, ist doch schön, dann haben wir jetzt unseren eigenen Big M. Ja, muss nur zuschlagen. Irgend früher später werden wir haben müssen. Das war schon auf Ballenpresse, wobei das hat man schon wieder drauf getan. Das Silage an sich werden wir erstmal nicht haben, wobei wir können sie da drin schön abstellen in diesem Silagen. Ja, aber wir haben ja da kein Lager jetzt für Silageballen. Genau. Das Gute ist natürlich, wenn wir Missionen machen. Dann sind es direkt Silageballen, ne? Ja. Auch wenn es eigentlich keine Silage-Mission ist, die der eine aufpackt. Ja, das macht ja nichts. Wenn du jetzt zum Beispiel das Heu, das wickelt er ja dann nicht. Wenn du jetzt eine Press-Wickel-Kombination hast, dann 2 Aufträge, die da drin sind, die machen wir dann einfach als Silageballen. Und auch dann sind die Silageballen, auch wenn die eine kein Silage-Auftrag war. Ja. Dann sind die trotzdem Silage, was erst ein Auftrag. Schon mal ganz gut. Naja, wenn es Heu ist, dann wickelt das sich ein. Aber die wickeln wir ja auch noch nicht mit unserer Kombination. Mit der, die wir jetzt hier haben. Ja. Ein bisschen Geld verdienen, wobei, wie gesagt, gleich springe ich dann hoch. Wobei, du bist ja frei eigentlich. Du bist ja auch kein Trecker frei. Du bist ja für ist kein Traktor frei. Ich sitze ja jetzt gerade hier im MF und mache halt hier. Du musst ja alle auf den Herzen. Dann schön hin und her springen und koordinieren. Ja. Und der geht dann zurück. Wobei, stimmt, wir hätten die Aufträge. Weißt du ja schon, welcher Auftrag weggeht. Wobei der MF. Ah, ne, hat bekommen. Da hätten wir jetzt nur den einen. Ich glaube, ich Kugellager den. Den Ladewagen. Den Ladewagen? Whatever. Ach, den Kipper. Warum wolltest du? Ich hätte es jetzt nur zum Hof gebracht, aber. Weil der steht, glaube ich, noch auf beim Händler, ne? Ja, der steht auch noch beim Händler, ja.
Ja, wir müssen unbedingt hier den starken Mann drauf machen. Ein oder andere mal so einen Ball zur Seite schieben. Das ist schon mindestens angebracht. Vielleicht denke ich mal, irgendwann, wenn wir auch eigene Felder haben, dann mal da ja auch den einen oder anderen Baum neu pflanzen. Das ist so richtig. Letzten Bahn bin noch mal eine Folge schon mal, dass wir nicht zu viel nachher erklären müssen. Mhm. Aber das ist, glaube ich, schon mal eine ganz gute Entscheidung. Man muss halt dann zuschlagen, wenn man, gerade wenn man nichts hat, muss man das wenige, was man hat, sinnvoll nutzen. Ja. Früher oder später werden wir Big M brauchen. Und später wird uns das nicht wehtun, ob wir irgendwo 170 mehr bezahlen oder 100.000. Ja. Aber jetzt ist es Gold. Aber der ist auch direkt wieder die Hälfte wert, ne? Der ist nur 85 jetzt so jetzt. Ja, ja, gut, und eigentlich wieder verkaufen müssen. Ja. Waren hier oben dann gleich noch mal. Theoretisch sollte der Zetter noch fast fertig sein jetzt, oder? Ich bin gleich fertig, sag ich auch. Wie gut ist der Zetter? Läuft ja noch nicht, also noch, also das habe ich nicht eingestellt. Den Schwal habe ich eingestellt. Der ist, ist so weit weg von der Tour. Wie gesagt, wegen Anfang den Ballen sammeln, weißt du? Ja, wenn es durch bin, hole ich den Ballenwagen. Und dann sammeln wir von Hand immer schneller. Ja. Aber rumstellen bringt ja auch nichts. Also ich werde erstmal 55 leer machen. Das sind ja alle zum Biomasse-Heizkraftwerk, glaube ich, hat sie gesagt. Ja. Hm. Dann gibt er nach und nach erstmal die ganzen Aufträge ab und danach fängt es unser an. Wenn es jetzt Gras könnten wir dann aufhören, wickeln die ein, aber ich weiß nicht, jetzt Rekord dabei. Die geben wir einfach komplett ab. Wir kommen unsere Presse wieder ein Stück näher. Und bei konnte der Ballenladewagen ja auch, ne? Ja, genau. Der Ladewagen kann alles laden, Quader wie rund. Sie alle ein Bahn wäre jetzt übertrieben, aber das letzte Stück da oben. Ja, meistens ist es halt so, man schießt hier Bahn für Bahn. Wir wollen natürlich noch viel selber machen, einfach das Gefühl kriegen vom XL. Wir haben ja auch gesagt, wir machen mal so ein bisschen schon vor. Aber es hat sich dann die Ereignisse überschlagen und man muss dann halt zuschlagen. Und jetzt sind wir schon wieder in ein Fahrzeug, ist schon die 101 am Fahrzeug. Streuer, wir haben einen Ballenwagen und der MF, der rotiert, der ist eigentlich im Dauer.
Ja, wenn er der Einzige ist, ne? Das ist richtig, ja. Ah, der macht seine Kilometer. 246 hat er schon auf Uhr. Und ich jetzt. Durch den Zettel. Vermutlich die, dass die Bahn ja sehe, das wissen wir. Oh, ist das schief gebrochen? Vielleicht beim nächsten Server Neustadt oder? War ich ja Neustadt nicht. Ja, bei mir auf dem Rechner. Und es läuft überraschend gut, ne? Für alle, die nicht das Geld oder keine Lust haben, die Muse für einen Dedicated Server. Wenn man halt einmal die Woche spielt, lohnt es auch nicht wirklich, einen ganzen Server für mal zu mieten. Dafür läuft es halt ganz gut. Hier war es ja auch nur gedacht, so einmal im Monat, einmal die Woche das, Spielstände aufnehmen, um die Spiele fast täglich, weil es halt Spaß macht und dann sollen wir es einfach tun. Daher, ja, liebe Bahn. Der steht doch. Was? Der NF? Der NF kann nicht stehen. Oh ja, er fährt nur, weil ihm Vorgewende nur ist. Deswegen muss er anders fahren. Er fährt erst ein, fährt zurück und dann setzt er komplett gerade an. Ja. Fünftes Projekt. So Milchhof. Ich glaube, da ist keiner. Wasserstücke haben wir aber. Na, guck mal hier unten. Der Jackpot. Was war jetzt? Erstmal so Waschstraßen automatisch, wenn du durchfährst. Das wäre dann ganz cool jetzt mit den Autodrive. Wenn du wirklich sagst, ja, die fahren auf dem Hof und dann fahren die ja durch. Mal sauber. Aber auch hier. Normalerweise könnte man die Feldwege als Grundkurs machen. Der die Nobel da wirklich hin muss. Mhm. Ich bin erstmal froh, dass wir einen Autodrive-Kurs haben. Das ist einfach super optimal. Optimieren kann man immer noch.
den Ballenwagen. Dann mal 55 Ballen pressen. Dann war schon wieder die Folge für heute. Einfach euch mal ein bisschen abholen. Wir werden auf jeden Fall diese Aufträge, die jetzt da oben sind, auch hinten den einen oder anderen Auftrag noch machen. Und wenn es dann was Gravierendes an einem neuen Hof gibt und neue Fuhrpark kommt, dann seid ihr definitiv wieder dabei. Wir müssen erstmal Geld verdienen, ne, bevor wir Folge 200 sind und die erste Kuh haben. Wobei Kühe jetzt nicht das Hauptziel ist, aber es muss halt ja auch mal ein bisschen zu sehen sein, dass es vorangeht. Und das hat es jetzt auf jeden Fall. Wir haben den Big M. Einmal leuchtete er auf im Angebot. Da mussten wir einfach so sagen. Dann weiß man auch schon wieder, was man als nächstes macht, damit man Big M natürlich sinnvoll einnutzt. Jetzt nur zu holen und damit er in der Garage steht, das lohnt sich dann auch. In dem Sinne, wir sehen uns wieder, bleibt uns gewogen. Bis dahin, tschüss. Ciao, ciao.